Hi und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in LEGO Dimensions sehr viel Geld farmen könnt. Ihr solltet am besten in der schon am Anfang freigegebenen Welt, der Herr der Ringe Welt, also in diesem Abenteuer Dingsbums, solltet ihr da reingehen dafür braucht ihr eigentlich Gandalf. Und ja, ich habe jetzt Batman, aber ist auch egal. Aber der, wo LEGO Dimensions hat, kennt vielleicht die und der, wo schon mal hier in dieser Welt war, kennt vielleicht diese Vorhänge. Und wenn ihr jetzt springt und danach das Viereck beim PS4-Controller drückt, macht ihr so eine Erdbebenattacke. Und wenn ihr die jetzt da macht, einfach wenn diesen Vorhang zerstört, bekommt ihr übelst viel Geld. Ihr seht gerade, ich habe 2000 bekommen. Wenn wir jetzt da hingucken, sind wir da, ich habe 15.210 Stats. Ja, man nennt diese Teile Stats. Und wenn ich jetzt diese Attacke mache, habe ich automatisch schon fast 2000 Stats mehr. Das kann man eigentlich in diesem ganzen Schloss gibt es diese Vorhänge. Da gibt es dann sogar noch diese zwei fast schon Lego Duplo Bricks. Die geben einem immer fast, ich glaube sogar 10 von diesen Coins. Oder Stats halt. Und ja, zwei davon sind in diesem Raum. Und wenn ihr jetzt hier das zerstört und dann das, ja, es ist einfach eine sehr starke Coin-Bekommen-Methode. Außerdem ist es nicht der einzige Raum, wo es diese Coins hat. Denn hier unten hat es auch nochmal gerade drei von diesen Vorhängen. Wie gesagt, ihr könnt damit ihr bekommt damit so viel Geld, das ist unmenschlich. Ich meine, schaut euch das doch mal an, wenn ich wieder einen Vorhang finden würde. Da unten. Schaut es euch mal an. Ich habe 25.810 und durch einen Vorhang nur habe ich wirklich fast 2000 mehr. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen lang ist, so ein winzigen Pack, aber ich muss dir das nur zeigen, besonders, weil, das habe ich ja auch schon mal in einem früheren Video gezeigt, dafür hole ich mir schnell das Hoverboard. Das habe ich euch ja schon mal in einem früheren Video gezeigt, dass man in dieser Welt, da hatte ich einfach kein Mikrofon, also nicht so, warum ich damals da sprechen konnte. Da war ja auch, da hatte ich die Teile, und wenn man die angegriffen hat, bekam er zwei solche blauen Stats. Und es ist einfach unglaublich. Ich meine, es sind mehr als, besonders bei diesen Lavastein bekommt man mehr als 2000. Es sind ja nämlich schon zwei die blauen Stats. Außerdem, das kann ich euch jetzt zwar nicht zeigen, aber es ist eine der effektivsten Methoden. Nämlich wenn man in der Lego Movie World ist, gibt es da so einen riesigen Hügel, wo man die ganze Zeit mit Wildstyle die gleiche Quest machen kann. Und nachdem man sie einmal geschafft hat, bekommt man jedes Mal, das bei so einem Ring in der Lego Movie World, bekommt man jedes Mal ein lila Stat. Und der bringt einem 10.000. Also schon zwei davon können einem ein Upgrade des zweiten Grades bringen in
beide Upgrade-Fenster da. Ja, das war's diesmal erst mit dem Video und lasst doch mal einen Daumen hoch da. Also, ciao.